Hallo Leute, ich bin's. Das war mal zum Auffüllen von Käse oder halt andere Sachen im Kühlschrank und meine Mutter wollte das gerade wegschmeißen und habe gesagt, ach nein, 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 warum wegschmeißen? Man kann doch was daraus machen. Und ich habe gerade geguckt, hier unten alles okay, ist es nicht zerbrochen oder ist es keine Risse entstanden oder sowas. Das Einzige, was hier kaputt ist, ist das hier in der Ecke. Wie ihr sehen könnt, wenn ich das so drücke, dann entsteht das hier. Ich werde das jetzt recyceln und nur noch die Stücke hier, also das hier werde ich abschneiden und das hier an die Ecke werde ich abschneiden. Und ich werde aber daraus was anderes machen. Einfach zuschauen. So, ich habe bereits die Seiten quasi, die Kanten hier abgeschnitten. Und ein bisschen Vorsicht, weil das hier ist ein bisschen scharf. Das werde ich jetzt mit Stoff oder mit Papier bedecken. Was Schönes vielleicht, so Blumenartiges, je nachdem, mal schauen und dann zeige ich euch, wie das aussieht. So, ich habe gerade im Google nachgeschaut nach ein kostenloser Printable und ich habe mich für diese Blumen entschieden, weil wir haben ja bald Sommer und ich wollte was Sommerliches drauf machen. Also ich werde nur hier außen oder innen, das ist euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Ich mache es von außen oder vielleicht auch von innen kann ich auch machen. Und dann werde ich das kleben. Ich würde wahrscheinlich für innen entscheiden und dann euch zeigen, wie das dann zum Schluss aussieht. So, ich habe die hier zurechtgeschnitten und die werde ich hier innen verlegt. Und ich arbeite mit diesen Deco and Create. Ich werde quasi ein bisschen hier drauf pinseln und das drauf tun. Und nochmal oben drauf nochmal mit den hier drauf pinseln, damit es auch von innen glänzt und nicht gleich so eine matte Farbe entsteht. Ich werde dafür ups, so einen Pinsel benutzen. Und ja, ich werde mal jetzt loslegen und dann ich zeige euch dann zum Schluss, wie alles aussieht. So, ich habe schon bereits alles schon umrandet. Von innen aus. Und so sieht es von außen aus. So. Und jetzt als Verwendungsmöglichkeit, ihr könnt da zum Beispiel euer Parfüm hinstellen, den ihr so gefällt. So drauf tun. Was ihr so alltäglich benutzt. Oder wenn ihr nicht euer Parfüm drauf machen könnt, ihr könnt auch euer Schmuck hinstellen. Was ihr so alltäglich benutzt. Und ja, das ist eure Aufbewahrungsmöglichkeit. Ihr könnt auch Schmuck reinstellen, wie gerade eben. Oder was ihr tagtäglich benutzt, sowas wie Waschgel für den Gesicht. Oder andere Sachen, das ist euch überlassen. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren. Tschüss.